Tja Leute, heute halte ich mich eigentlich komplett aus dem Video raus. Bloß ein bisschen die Kamera umstellen, weil irgendein Scheiß mit Reis gibt's heute. Wie Scheiß mit Reis? Ja, hast du doch gesagt. Ja, habe ich nur so gesagt. Herkommen. Und was ist es genau? Eine Hackfleisch-Paprika-Zucchini-Pfanne mit Reis. Also Scheiß mit Reis. Oder Reis mit Scheiß. Es gibt tatsächlich Videos, die heißen so, aber wir haben es ja jetzt gehört, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ab in die kleine, aber feine Küche, mach du das Essen, ich guck zu. Die kleine, aber feine Übersicht in der Küche. Paprika, Zucchini, Zwiebel, gehackte Tomaten und Hackfleisch. Gewürz, was nimmst du dazu? Bisschen Pfeffer. Sonst? Bisschen Brühe und bisschen Bratensoße. Alles klar, dann wie geht's weiter? Dein das, Video. Heute? Die Zucchini und die Paprika werden jetzt klein gemacht und die Zwiebel. Und dann geht's weiter am Herd. Okay. Und das Hackfleisch zu braten. Dann lassen wir sie jetzt mal schnibbeln und schalten nachher die Cam halt wieder ein. Oder? Genau. Ich sehe, du hast alles so weit klein geschnippelt. Ja. Dann geht's am Herd weiter, oder? So ist es. Und ich habe noch eine Knoblauchzehe reingemacht bei den Zwiebeln, ja. Sehr gut, sehr gut. Gehen wir rüber am Herd. Der Wok hat sich als gutes Gerät erwiesen. Ja. Gut, dann verdrücke ich mich hier aus der Küche. Wie Cam an- und ausgeht, weißt du ja. Genau. Genau, ich bin weg. Jetzt warten wir, bis das Öl ein bisschen warm ist, dann machen wir das Hackfleisch rein. So, das Öl ist jetzt schön warm, heiß geworden im Wok. Jetzt geben wir das Hackfleisch dazu und tun das Hackfleisch schön anbraten. So, das Hackfleisch ist schön angebraten. Das kommt jetzt in die Schüssel rein, und dann kommt die Paprika und die Zucchini. Paprika. Und die Zucchini. Und werden jetzt auch schön angebraten. Gewürzt wird es. Mit bisschen Pfeffer. Da ist hier das Hackfleisch schon mal in der Schüssel. Kommt dann dazu, wenn das alles hier ein bisschen angebraten ist. Und dann geht es weiter. So. Die Zucchini ist ein bisschen kleiner geworden und ein bisschen durchsichtiger, die Struktur. Jetzt geben wir die Zwiebeln dazu und den Knoblauch. Jetzt geben wir wieder das Hackfleisch dazu. Schön mischen. Dann geben wir die gehackten Tomaten dazu. Ein bisschen Brühe. Dass es ein bisschen kochen kann. Jetzt lassen wir es ein bisschen köcheln und dann hole ich euch wieder dazu. So, ein bisschen angebrutzelt alles und das ist jetzt schon am Kochen. Oh, mein Schatzi probiert auch schon. Ist das heiß? Mein Schatzi meinte, es muss noch ein bisschen Salz rein.
Und geschmacklich? Lecker. Habe ich noch eine kleine Knoblauchzehe reingemacht. Angedickt wird das alles mit ein bisschen Tomatenmark. Mal probieren, ob das stimmt. Ob da noch ein bisschen was fehlt. Mhm. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Mache ich noch ein bisschen Brühe rein. Ein bisschen Gemüsebrühe. Der Reis kocht auch in der Zwischenzeit schon. So, zum Abschmecken mache ich noch ein bisschen Bratensoße dazu. Lass es schön eindicken. Probieren. Mhm. Bisschen Pfeffer. Muss auch dazu. So, jetzt ist es fertig. Jodele, jetzt brauche ich bloß noch was für den Reis. Ich ziehe einfach mal schnell einen Würfel raus. Und jetzt dann noch ein schönes Probierele. So, ein bisschen abgekühlt ist es mittlerweile. Ja, also ich finde es mal hervorragend lecker. Ihr könnt mich reinhocken, Leute. Ich gehe jetzt erstmal essen in Ruhe. Tja, Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit, zum Gesamtfazit. Ich persönlich fand das Essen wirklich sehr, sehr lecker. Das ist schön. Ja. Auch wenn ich eine klitzekleinigkeit anders gemacht hätte. Was denn zum Beispiel? So hätte ich das gemacht. Habe ich vorher ihr nicht gesagt. Ich hätte jetzt den Reis, den Gemüsewok hätte ich mit ein bisschen mehr Flüssigkeit gemacht und hätte den kompletten Reis da rein und hätte den Reis da drin gleich mit aufgekocht. Okay. Weil dann hätte sich der Reis meines Erachtens nach eben mit dieser Gemüseflüssigkeit vollgezogen. Ja. Oder Gemüsefleischflüssigkeit und hätte der Reis selber dann auch ein bisschen Geschmack angenommen. Okay, ja gut. Das wäre jetzt meine persönliche Möglichkeit gewesen. Möglichkeit, ja, ich hätte es halt so gemacht. Aber es war so auch vollkommen in Ordnung. Kannst du ja mal ausprobieren? Kann ich machen. Ja. Ja, wie hat es denn dir selber geschmeckt? Mir hat es wunderbar geschmeckt. Ja, satt sind wir auf alle Fälle. Ja. Gut Gemüse, ein bisschen Fleisch mit drin. Optimal. Was brauchen wir mehr? Richtig. Jo. Nachmachen, ausprobieren. Eure Meinung, würdet ihr das genauso machen wie ich, den Reis mit reinpacken
oder ein Reis separat, wie es die Manu gemacht hat. Das würde mich jetzt interessieren. Ja. Wenn wir sehen. Jo. In dem Sinne, Leute, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Däumchen nach oben, freundliches Kommentar und wir sind weg. Genau. Tschüss.